Bei vielen Seminaren wurde ich darauf angesprochen, wie man denn den letzten Clip unmittelbar löschen kann. Die Funktion Delete Last Clip gibt es leider in dieser Form nicht mehr. Bei den Speicherkartenkameras kann man zwar beliebige Clips über das Menü und über die Thumbnail-Funktion löschen. Das ist aber erstens relativ umständlich und zweitens möchte man vielleicht schon beim Dreh entscheiden, welcher Clip gelöscht werden will. Dazu gibt es die Möglichkeit, dass man sich die Funktion einer Markierung einfach auf eine Taste legt, beispielsweise die Funktion einen Clip negativ, also als schlecht markieren. Das Ganze findet man in den Assign-Tasten, also sprich in den Tastenbelegungen. Und die suchen wir jetzt mal. Wir scrollen uns also komplett nach oben zu den Assign-Tasten, Belegungstasten, Tastenbelegungen. Und da finden wir den Eintrag, ich habe es hier schon vorbereitet, Clip Flag. Das ist relativ weit unten in der Auswahl zu finden. Da gibt es einerseits Clip Flag OK, das markiert einen Clip als gut. Das wäre sozusagen eine Positivmarkierung. Dann gibt es eine Negativmarkierung als schlecht. Und es gibt noch zusätzlich eine Keep, das könnte eine Alternative sein. Diese drei Markierungspunkte sind eigentlich mehr für die szenischen Drehs interessant. Aber für uns jetzt durchaus, bietet das durchaus die Möglichkeit, Clips schon beim Drehen oder unmittelbar nach dem Drehen eines Clips als schlecht zu markieren und nachher in einem Rutsch zu löschen. Und das nehmen wir mal. Taste 1 ist ab jetzt bei mir eine Clipmarkierung mit Schlechtmarkierung, Negativmarkierung. Und wenn ich jetzt einen Clip aufnehme, nehmen wir mal ruhig jetzt im laufenden Betrieb, die Aufnahme läuft jetzt, Timecode läuft, wir sind in der Aufnahme, haben nur noch wenige Minuten Aufnahmezeit und ich markiere jetzt im laufenden Betrieb, in der laufenden Aufnahme einen Clip, indem ich die Taste 1 drücke und jetzt. Dann kommt kurz der Hinweis, NG-Clip-Flag, also Negativ-Clipmarkierung hat stattgefunden und irgendwann kann ich die Aufnahme stoppen. Schaut man sich jetzt die Thumbnails an, sieht man, naja, einerseits ein paar Clips, die nicht dem Aufnahmeformat entsprechen. Das soll uns jetzt nicht irritieren. Aber wir sehen schon, dass ich einige Clips bereits schon beim Aufnehmen als negativ markiert habe. Dieses NG deutet schon darauf hin, dass ein Clip schlecht markiert wurde. In dem Fall hier drei Stück. Das ist also in der Aufnahme möglich. Viel bequemer ist es aber, nach der Aufnahme die Clipmarkierung zu machen. Also das heißt, die Aufnahme läuft wieder. Ich drücke auf Aufnahme. Aufnahme läuft. Und beispielsweise nehmen wir jetzt einen Schwenk auf oder einen Aufsager. Und jetzt beschwert sich auch schon die Kamera, dass das Aufnahmemedium fast voll ist. Genau das könnte vielleicht ja die Situation sein, in der wir das machen wollen. Ich drücke Stopp. Spreche mich jetzt mit meinem Redakteur ab, wie war der Clip? Sollen wir das nehmen? Sollen wir es nicht nehmen? Wir entscheiden uns für Nein. Und obwohl die Aufnahme nicht mehr läuft, kann ich jetzt im Nachhinein Taste 1 drücken. Achtung jetzt. Und der Clip wird als nicht gut, also als negativ nach wie vor markiert. Das wären zwei Möglichkeiten im laufenden Betrieb oder nach der Aufnahme. Ich glaube, weiß nicht, ob es überhaupt eine Zeitlimitierung dabei gibt. Mir ist bis jetzt zumindest noch keiner aufgefallen. Eine andere Möglichkeit ist, im Play-Betrieb die Taste 1 zu drücken. Ich will das mal einmal simulieren. Ich nehme wieder ein ganzes Stückchen auf. Lasst uns mal 10 Sekunden hier aufnehmen. Eine ganze Weile, dass ich gleich Play drücken kann. So, wir kontrollieren einmal über die Thumbnails, ob der Clip nicht schlecht markiert ist. Nee, tatsächlich, hier dieser letzte Clip. Ich drehe das Ganze jetzt auf schwarz, damit man alles ganz gut lesen kann. Der ist noch nicht markiert. Wenn man jetzt die Wiedergabe startet, beispielsweise indem man einfach die Auswahl drückt, dann steht der Clip in Pause. Ich kann gerade sehen, dass oben auf den Laufwerksfunktionen die Taste Pause blinkt oder Play blinkt und wartet darauf, gestartet zu werden. Ich könnte jetzt die Taste 1 auslösen. Ich kann aber auch den Clip laufen lassen. Achtung, Timecode läuft. Der Clip wird wiedergegeben und ich drücke während der Wiedergabe wieder die Taste 1. Das Risiko, was man dabei eingeht, ist, dass man eventuell am Clipende die Markierung auslöst. Das kann natürlich dazu führen, dass bereits der nächste Clip abgespielt wird, während man drückt, also dass man das nicht mitbekommt. Deshalb würde ich im Play-Betrieb eher in der Ausnahme eine Negativmarkierung setzen. Wenn alles schief geht, kann man ja über die Thumbnails auch die Markierung ändern oder auch wieder löschen oder wieder rausnehmen. Beispielsweise haben wir hier jetzt insgesamt 5 Clips als schlecht markiert. Ich nehme jetzt mal irgendeinen und würde bei diesem Clip hier sagen, ich möchte jetzt übers Menü diese Markierung wieder rausnehmen. Und das hat natürlich mit den Thumbnails zu tun. Das heißt, ich gehe mal hier so per Hand wieder zurück. Kann man auch bequemer haben auf die Thumbnails. Und wenn man in den Thumbnails ein bisschen runterscrollt, gibt es die Clip Flag
das Clipflag-Menü. Und dort gibt es eben auch die Funktion Delete Clip Flag. Damit wird also die Markierung weggenommen von beispielsweise diesem einen Clip, auf dem wir gerade standen. Dann ist die Markierung von dem Clip eben weg. Jetzt ist die Frage, wie lösche ich alle diese Clips auf einen Schlag? Also es kann ja jetzt sein, dass wir wirklich über, weiß nicht, wir haben 200 Clips gedreht, davon sind jetzt 10 oder 15 Clips als schlecht markiert, die wir einfach immer wieder mittendrin markiert haben. Die sollen jetzt auf einen Rutsch weg, damit sich unser Cutter gar nicht erst mit diesem Material beschäftigen muss oder damit der Ingest schneller funktioniert. Und auch das ist wieder die Funktion eines Menüeintrags. Das heißt, wir wechseln wieder ins Thumbnail-Menü und noch ein bisschen tiefer gescrollt gibt es den Eintrag Filterclips. Also damit können Clips angezeigt werden, die eine bestimmte Markierung tragen. Und hier möchte ich beispielsweise jetzt nur noch die Clips sehen, die mit negativ markiert sind. So, der Screen ändert sich ein bisschen, also es ist auch visuell deutlich, dass es sich jetzt hier nicht mehr um alle Clips handelt, sondern nur noch um markierte Clips, nämlich alle die, die mit NG negativ markiert sind. Jetzt kann man wiederum ins Menü gehen und entscheiden, was mache ich damit mit diesen ganzen Clips, die jetzt zu sehen sind. Und beispielsweise würde ich sagen, die möchten wir alle einen Punkt drüber, die möchte ich gerne löschen. Die Frage ist jetzt, möchte ich jetzt nochmal einzelne Clips aus dieser Auswahl nochmal selektieren oder möchte ich das mit allen Clips machen, die angezeigt werden? Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Alle Clips bedeutet nicht alle Clips auf der Speicherkarte, sondern alle Clips bedeutet alle die, die jetzt oben in der Liste zu sehen sind. Also das heißt vier Clips. Und den Beweis treten wir jetzt auch an. Ich sage mal, alle Clips löschen. Da gehört am Anfang ein bisschen Mut zu, aber wenn man das ein paar Mal gemacht hat und in kein Fettnäpfchen getreten ist, dann macht man das auch irgendwann relativ selbstbewusst und selbstsicher. So, vier Clips sind gelöscht worden. Ich gehe da wieder raus. Was manchmal jetzt verwirren kann, ist, wenn man in die Thumbnails geht, also ich wechsle mal zurück in die Kameraansicht und gehe wieder in die Thumbnails. Da oben steht nach wie vor noch die NG, also Negativmarkierung. Die muss man leider per Hand rausnehmen. Ich muss zugeben, ich weiß nicht, ob es dafür eine schnellere Möglichkeit gibt. Im Zweifelsfall muss man eben nochmal die Filterung hier auswählen und sagen, nein, ich möchte gar keine Filterung haben. Und dann tauchen auch wieder alle normalen Clips auf. Und man kann hier sehen, kein Clip ist mit negativ markiert, das heißt, die Negativclips, die wir vorhin ausgewählt hatten, sind jetzt verschwunden und sind gelöscht worden. Das wären Möglichkeiten, die Funktion Delete Last Clip zu ersetzen, vor allem, weil es im Dreh passieren kann, während der Aufnahme, nach der Aufnahme, einfach mal als schlecht markieren, anschließend in einem Rutsch alle schlechten Clips weglöschen und damit wäre das Thema erledigt. Eine Alternative kann natürlich sein, dass man mit dem Material zu einem Cutter geht oder Editor und ihm sagt, importiere bitte nur die Clips, die nicht als negativ markiert sind. Aber dazu muss der Cutter auch das richtige Tool haben. Der Ingest darf natürlich noch nicht passiert sein und so weiter und so weiter. Deshalb würde ich das nicht unbedingt empfehlen oder nur in Notfällen. Also hilfreiche Funktionen, Clips negativ markieren, nach negativ sortieren, anschließend alle Clips mit Negativmarkierung löschen und damit ist man dann die überflüssigen Clips los. Soweit. Dankeschön.